Ja, mein Name ist Matthias. Ich will euch heute sagen, den Corona-Schnelltest, den es gratis gibt, was die Regierung uns gibt. Einerseits ist es cool, aber einerseits ist es auch irgendwie fragwürdig, da man ihn so leicht bekommt, ohne nachzuschauen. Man müsste eigentlich nur zum Pieper gehen und man kriegt ihn einfach. Ob er gut oder schlecht ist, das werden wir dann herausfinden in diesem Video. Will ich euch zeigen. Da man einfach sehr schnell bekommt, den Corona-Schnelltest, hat einen Wert von 70 Euro oder 60? 60? Inzwischen. Na, wie kommt man auf die Tests natürlich, zu den Gratistests? Also alles seit gegoogelt wird von der Roten Partei, wenn man jetzt auf Teilnehmen drückt, als Weitergegebene. Tja, von Leo, das, den Namen muss man eingeben, von das Konto und dann von dieser Marke da. E-Mail-Adresse braucht man, gewünschtes Passwort und einfach registrieren. Tja, dann machen wir das mal. Geben wir mal einen Namen ein. Den Namen, mein Name Matthias. Meine E-Mail-Adresse, die zeige ich euch natürlich nicht. Ein Passwort, das zeige ich euch auch nicht. Und ja, dann sind wir schon mal ein bisschen weiter über das Ganze. Man kann natürlich jetzt ohne Frage, wer ich wirklich bin, ob ich das jetzt bin oder eine Bestätigung, komme ich sofort auf die Seite. Herzlich willkommen, Matthias. Möchtest du jetzt deine Tests nachholen? Oh, alles googelt, perfekt. Und ich habe meinen neuen Code. Den Code kann ich mir auf Screenshot auf mein Handy geben, zeige ich an der Kasse beim Beeper vor und kriege den neuen Google-Test. Ja, ich hoffe, so wisst ihr jetzt, wie das Ganze weitergeht. Und weiter zum Googlen. Kurz bevor ich es vergesse, eine Sache haben wir noch vergessen, beim schnellen Erwähnen, das Ganze. Also schauen wir mal nochmal durch, zurück zu bei der Seite. Neuer Test durchführen, yes. Da müssten wir die Produktnummer geben. Die Produktnummer findet ihr am Beipackzettel von Corona-Test. Ganz hinten auf der Seite steht ein Barcode und da steht eine Nummer. Die müsst ihr dort eingeben. Ich gebe jetzt mal die Nummer da ein. Die werde ich natürlich bei euch wieder, werdet ihr leider nicht sehen dürfen. Tut mir sehr leid. Aber das ist halt nur meine Sache. Oh, jetzt stimmt er. Ihre E-Mail-Adresse bitte. Natürlich wieder meine E-Mail-Adresse eingeben oder eure aktuelle E-Mail-Adresse, wo ihr erreichbar seid. Das wäre das Wichtigste. Verifizierung bei E-Mail über. Springen wir mal die Verifizierung. Yes. Weil wieso nicht? Gut. Ja. Da wird ihr jetzt, weil das neu dazugekommen ist, willkommen bei Ihrem Corona-Test. Wird ein Reisepass oder ein persönlicher Ausweis oder ein E-Card oder E-Card für die Identitätsnachweis, Sozialversicherungsnummer nachgewiesen. Aber ihr könnt natürlich Ihren Test seit bestätigt aus der folgenden Blablabla. Ja, besteht. Man sieht das eh das Ganze hier. Und hier dieses eine, was ich euch jetzt hier zeige, da steht da der Codenummer drauf, bei Nummer 4. Und da müsst ihr dann einfach nur das eingeben, dann habt ihr das, wo ich jetzt gerade bin, zum Testen registrieren, beginnen. Ja, da müsste man sich jetzt das Ganze ausfüllen, wie man heißt, das Ganze, die Daten angeben. Naja, man kommt dann weiter, Kundenkonto. Weiter als Gast, Kundenkonto erstellen. Das hatten wir doch schon. Was ein bisschen komisch ist. So gehen wir einfach weiter als Gast. Schauen wir mal, was passiert ist. Waren Sie in den letzten 6 Monaten? Ja, war ich. Das ist ein Schritt, Frage. Identitätsnachweis. Kann man auch überspringen, muss man nicht machen. Ja. Jetzt ist diese Anleitung, wie das funktioniert. Öffnen Sie die Röhre und gurgeln Sie 1 Minute lang. Gurgeln Sie. Ja, 2 Minuten wurde mir mal gesagt gehabt, deswegen 2 Minuten oder so. Einige Minuten später, deswegen. Ganz genau. Okay, spülen wir mal.
Gut, nach denen wird er dir die Flüssigkeit wieder in die Röhre geben, so wie es da alles abgestanden steht. Fertig. Test verpacken und das Ganze natürlich. Wichtig ist, in einen Zettel behalten, dass man den Zugangscode hat, das Ganze, um den Test zu finden. Und zum Versand weiter. Und den Versand günstig geben kann man es bei Billa Shop, Shell, also Tankstelle, Billa. Ja, jetzt Merkur, gibt es nicht mehr. Merkur, Billa, Bennymarkt. Ja, geht ganz schnell. Einfach in die Box einwerfen und das war's. So wäre der Test. Vielen Dank für den Test. Besuchen Sie uns auf der Website, bla 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 etc. Und dann. Hat einen Wert von 70 Euro oder 60? 60. Schauen wir mal, was drin ist. Komm mal ein bisschen näher mit der Kamera. Bitte jetzt dann den Zoom auf die Box. Wir haben auf jeden Fall mal drinnen eine Ampulle. Sieht man das? Kannst du auch kommen? Kannst du kurz herkommen? Du musst nur die Hände aufhalten. Mehr brauchst du nicht. Kannst du sehen? Kann man sehen? War es dann ein Sackerl, wo man den Test hingibt zum Einwerfen in der Box. Dann ein Fetzen, wo man es trocken haltet. Eine Beschreibung. Und natürlich, was ist jetzt? Was fehlt uns noch? Das Röhrchen und die Gurgellösung. Ja. Gut, schauen wir mal, wie es beginnt. Ah. Anwendung. Angaben, bitte Details verfolgen. Ist okay. Mundspülung. Im nächsten Schritt werden Sie, geben Sie, ja, klar, 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 klar. 2 Minuten, ne? 2 Minuten gurgeln. Sollte leicht sein. Ich glaube, das ist die Flüssigkeit, was reinkommt, ja? Oder nein? Ja. Also, das ist eine Salzlösung, eine Kochsalzlösung. Es macht also eigentlich rein theoretisch gar nichts aus, wenn ihr es jetzt schluckt oder irgendwas. Aber bitte, schluckt sie nicht. Die schmeckt scheußlich. Bitte lass los. Danke. Bereit? Zum Wohl, meine Lieben. Nur wenige Minuten später. Ob es jetzt funktioniert? Am Ende dann da rein spucken durch dieses Röhrchen, zumachen, schütteln. Dann kommt dieser. Kann ich durch? Kann ich? Dann kommt dieses Röhrchen, so wie es ist, wieder hier hinein. Wird versiegelt. Dann wieder in diese Box. Witzigerweise. Ich habe zwar keine Ahnung, wieso das gehen soll, aber wurscht. Am Ende da den Empfänger hinschreiben, wer das ist. Auf die Box schreiben, Empfänger, das bin ich. Und ja. So würde man den Corona-Test Google Test machen, wenn dann beim Beeper oder jetzt bei Billa Plus oder bei Billa hineinwerfen. Aber der Witz ist, was komisch ist bei diesem Test, dass ich ihn bekommen habe, mit einer E-Mail-Adresse nur anzugeben. Und wenn ich zu Beeper gehe oder zu Billa und den Test mir hole vom Beeper, kriege ich 5 Tests, einfach so, ohne Wissen, wer ich bin, ohne Ausweiskontrolle. Und das finde ich irgendwie etwas komisch. Aber vor allem jetzt in der jetzigen Zeit finde ich das komisch. Warum sollte man einen Corona-Test machen, wenn man eh sowieso für nichts einen Test rein braucht? Ich würde ja sagen, die Teststrategie ist ein bisschen fragwürdig. Aber ja, ich hoffe halt, ihr habt was dazu gelernt und viel Spaß. Ich wünsche euch was. Euer Matt. Ciao.